Es ist, liebe Schwestern und Brüder, inzwischen zu einem gängigen Spruch geworden. Und das ist immer schwierig mit gängigen Sprüchen, weil man sie schnell überhört. Dass sich unsere Umwelt, unsere ganze Arbeits- und Lebenswelt so verändert hat, dass wir ein Leben lang lernen müssen. Nicht mehr so, dass man einmal was gelernt hat, man hat die Schule abgeschlossen oder ein Studium, man hat eine Lehre gemacht und dann weiß man für den Rest seines Lebens, wie es geht. So wird uns eingetrichtert. Eigentlich ist das für uns Christen nicht neu. Denn jeden Tag erfahren wir das, wenn wir Jesus als Lehrer akzeptieren. Wenn man das nicht tut, ist die Frage, ob man sich denn wirklich Christ nennen darf. Wir sind heute in der gleichen Gefahr wie Jesus in seiner Situation hier in der Synagoge. Wenn wir allzu formal denken, also als Beispiel direkt dazu bezogen ist, dass in unserem Land natürlich sowieso schon seit Jahrhunderten Lehramt der Kirche keinen guten Klang hat. Das klingt uns zu sehr nach Bevormundung. Dabei ist klar, dass es das formal braucht. Sonst fällt die Kirche auseinander, wie wir das in diesen Tagen und Jahren in unseren Zeiten erleben. Individualismus pur, jeder bastelt sich seinen eigenen christlichen oder katholischen Stick, kleben ganz unterschiedliche Schilder drauf. Es ist ganz wurscht, welches Schild darauf klebt, aber jeder macht es sich selber. Dazu braucht es ein Lehramt in der Kirche, um das Ganze in der Balance zu halten, um sicherzustellen, dass wir noch das glauben, was die ersten Christen geglaubt haben und dass es eine Kontinuität gibt. Aber Lehramt erschöpft sich darin nicht. Lehramt heißt zuallererst und wurzelt darin, dass Christus der Lehrer seiner Kirche ist und bleibt. Er will also jeden und jede von uns, jeden Tag, wenn man so will, immer tiefer hineinführen in das, was es heißt, zu glauben. Und das Beispiel der geheilten, gekrümmten Frau, des Synagogenvorstehers, der Leute und seiner Gegner sind ein gutes Beispiel für die unterschiedlichen Reaktionen. Dass seine Gegner wenigstens beschämt werden, zeigt, dass sie doch irgendetwas gelernt haben. Sie haben aus dem Sabbat ein so geschlossenes System gemacht, dass alles gleich ist. Klar, bei den Tieren, das ist nicht so wichtig, die können wir tränken. Aber Menschen heilen, sie in die ursprüngliche Absicht Gottes durch das Geheiltwerden hineinzuführen, dass Gott nach jedem Schöpfungstag sagt, er sah und es war gut. Nein, das ist nicht erlaubt. Das wird unter die Schublade Berufstätigkeit abgehakt. Ein direkter Widerspruch zu dem, was Gott ursprünglich beabsichtigt. Tiefer lernen. Und so geht es mit allen unseren Traditionen. Sie einfach nur formal zu behaupten, sie in den Raum zu stellen oder zu beklagen, dass wir sie gerade abschaffen, ist viel zu wenig. Wir müssen uns von Christus in diese Traditionen hineinführen lassen, um ihren Sinn zu verstehen, um von ihm zu lernen, was sie bedeuten, wo sie herkommen, wo sie wurzeln. Und welchen Sinn sie haben, dann erschließen sie sich. Dann geschieht das, was am Ende des Evangeliums heute geschieht. Die Leute staunen und preisen Gott auf seiner großen Taten. Jeden Tag von Christus neu lernen, was es heißt zu glauben. Und sich jeden Tag tiefer hineinführen zu lassen. Das ist das, was es bedeutet, wenn wir sagen, Christus ist unser wahrer Lehrer.